vortragen und wir freuen uns, dass Sie gekommen sind und vor allem, dass Sie uns schon a priori so großzügig unterstützt haben. Sie finden alle in Ihrer Kongresstasche bereits das Muster von NADH, das wir an uns selbst ausprobieren können. Ich habe Herrn Professor, glaube ich, in Baden-Baden das letzte Mal live gesehen und er hat mir sofort NADH verabreicht und gesagt, bei Ihrem Stress und Ihren Reisetätigkeiten schauen Sie mich an. Ich mache das ganz locker, weil ich mich täglich eben entsprechend ernähre beziehungsweise eben mit NADH tope, kann man sagen, oder? Und inzwischen hat er natürlich auch ein Dentalgel entwickelt, wo wir versuchen wollen, vielleicht so studienähnlich Erfolge bei der Parodontitis oder bei anderen Mundschleimhauterkrankungen oder auch bei Kindern vielleicht zu evaluieren. Vielen Dank fürs Kommen, wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Danke. Ja, liebe Frau Dr. Schima, vielen Dank für Ihre Einladung, der ich gerne nachgekommen bin. Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich werde Ihnen heute in der halben Stunde die mehr als 20-jährige Geschichte von NADH erläutern. Und die hat begonnen mit meinem Vater. Mein Vater war ja der Entdecker der klassischen Therapie für den Parkinson, das L-Dopa. Und im Jahre 1961. Und er war ein weltbekannter Parkinson-Therapeut. Daher hat er sehr viele Patienten aus dem Ausland bekommen. Er war zwar auch eingeladen, Mao Zedong zu behandeln. Was ich damit sagen will, er hat auch sehr viele Patienten aus Amerika gehabt. Und die Amerikaner, Sie wissen ja, die haben einen sehr hohen IQ. Und die sagen, wenn eine Tablette gut ist, dann sind 10 Tabletten 10-mal so gut. Und die waren alle überdosiert und kamen dann nicht locker und beweglich, sondern total steif, wie der Experte sagt, Friese. Und dann kam mein Vater zu mir und sagt, Schorschi, lass dir was einfallen. So war's. Ich habe dein Biochemiestudium finanziert, also lass dir was einfallen. Na, L-Dopa braucht NADH. Und haben gesagt, ich habe in Wien ein Laboratorium gehabt, ein medizinisches, und wir haben NADH so in Fiolen, in Hülle und Fülle für unsere Bluttests gebraucht. Und ich habe ihm das NADH gegeben und mutig wie er war, er hat seinen Patienten infundiert. Und was dabei passiert ist, das will ich Ihnen jetzt in dem Kurzvideo hoffentlich zeigen. Er hat also einen Patienten, den Sie gleich sehen werden, der die typischen Symptome hatte, Trippelgang, Zittern, eine gewisse Gesichtsstarre, und die ersten Symptome des Parkinson merkt man an der Sprache. Die haben Artikulationsstörungen und am Auge, weil das sind die empfindlichsten Muskeln. The classical therapy of Parkinson's disease is substitution of the dopamine deficit by its precursor L-Dopa. We have developed a new therapeutic concept. The stimulation of the endogenous L-DOPA biosynthesis in the brain of Parkinsonian patients by NADH. Its beneficial clinical effect is demonstrated on 3 cases. Wir wollen zeigen, was diese neuen Medikamente bei Ihrer Krankheit können. Sagen Sie mal das Wort Elektrizität. Elektrizität. Artillerie. Artillerie. Ja. Und jetzt stoßen Sie mal mit den Händen nach vor. This patient is a 52-year-old biochemist working in an analytical laboratory. He suffers from Parkinson's disease since 4 years and was treated with Madopar, the classical medication. In spite of this therapy, his disability deteriorated and could not be improved even with higher dosages of Madopar or other additives. The patient has difficulties in getting up from his seat and in walking. He moves forward in small, tripping steps. One hour after infusion of 25 milligrams of NADH, the patient's disability improved considerably. The mimic was more animated, the pushing and jumping ability was incomparably better,
to that before the NADH treatment. Jetzt wird gesprungen. So, und jetzt his walking was remarkably improved. The left screen shows his walking before, the right screen 1 hour after NADH treatment. Und dann hat wieder zu mir gesagt, Georgi, wir brauchen Tabletten, weil die Patienten, die aus Deutschland und Frankreich und Amerika kommen, die können ja nicht nur wegen der Infusion kommen und dann heimfahren und die Wirkung lässt nach. Bitte mach mal schnell Tabletten. Na, wir haben das gemacht, wir haben NADH mit dem häufigsten Füllstoff Milchzucker, Laktose, gegen die westliche Bevölkerung 60% eine Allergie haben, aber das nur nebenbei, haben wir Laktose genommen, NADH gemischt und Tabletten gepresst und nach 4 Wochen analysiert und wir haben unseren Augen nicht getraut und unseren Ohren nicht geglaubt, es war kein NADH mehr drin. Also lange Rede, kurzer Sinn, es hat uns 4,5 Jahre Forschung gebraucht, bis wir eine Tablette gefunden haben oder einen Füllstoff und einen Stabilisator, der NADH-Tabletten für mehr als 2 Jahre stabil hält. Also NADH ist eine sehr reaktive Substanz, wird zerstört und so weiter. Und um sie bioverfügbar zu machen, müssen sie stabilisieren und in eine oral absorbierbare Form bringen. Und das ist uns gelungen und dafür haben wir Patente bekommen, nicht nur in Europa und in den USA, sondern auch in China, was immer das bedeutet. Aber ich will Ihnen jetzt erläutern, was NADH ist für die Experten, die ihre Biochemiekenntnisse schon in die Schublade gelegt haben. NADH ist der biologische Wasserstoff und der Treibstoff der Energieproduktion in jeder Zelle. Es kommt in jeder Zelle vor, denn jede lebende Zelle braucht NADH. Und die NADH ist die Abkürzung für Nicotinamid, Adenin, Dinukleotid, Hydrid, auch als reduziertes Coenzym bekannt. Und wenn Sie diese Worte nach meinem Vortrag noch wissen, dann haben Sie mit Sicherheit keinen Alzheimer. Das Herz hat die höchste Konzentration. Sie wissen wahrscheinlich, wie oft schlägt das Herz am Tag? 85.000 Mal und im Jahr 31 Millionen. Das heißt, das Herz braucht die meiste Energie. Auch im Muskel haben wir viel NADH. Das heißt, wenn Sie 1 Kilo rohes Fleisch essen, kriegen Sie damit 50 Milligramm NADH. Das Problem ist nur, es wird im Magensaft zerstört. Wir haben es auch im Hirn. Und Sie wissen auch wahrscheinlich, dass 1/3 der Energie, die wir im Körper produzieren, vom Hirn verbraucht wird. Nur manche Menschen verbrauchen deutlich weniger. Das ist die Gruppe der BP. Das ist nicht British Petrol, sondern das ist Banker und Politiker. Wir haben es auch, das ist ernst gemeint, da darf man nicht lachen drüber. Jedenfalls, ja, es ist auch im Blut vorhanden, es wird in unserem Körper produziert, ich will Sie da nicht quälen, das ist das komplizierteste Schema, das ich heute zeigen werde. Also wir nehmen Eiweiß zu uns, Kohlenhydrate, Fette, meistens zu viel und daraus entsteht Glucose und dann wird im Zitronensäurezyklus NADH gebildet. Das ist die Story. Leider Gottes nimmt man diese Stoffwechselvorgänge wie so viele anderen im Alter ab. Jetzt werde ich ganz kurz über die biologische Funktion sprechen und dann über die therapeutischen Wirkungen. NADH katalysiert mehr als 1000 Stoffwechselreaktionen, aber die 5 wichtigsten Treibstoff der zellulären Energieproduktion. Für mich fast noch wichtiger ist die Zell- und DNA-Reparatur. Es ist ein hochwirksames Antioxidant. Es stimuliert Adrenalin und Dopamin, von dem wir alle zu wenig haben. Und die neuesten Ergebnisse, es stimuliert die Nitroxidproduktion. NADH ist der Treibstoff der zellulären Energieproduktion, reagiert mit dem Sauerstoff der Atemluft und produziert Energie in Form von ATP. Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Können wir die ATP-Produktion in unserer Zelle mit NADH erhöhen? Die Antwort ist ja. Aber Sie werden jetzt sagen, wo sind die Beweise? Weil das Dogma der Biochemie ist in jedem Lehrbuch, das Sie heute finden, NADH geht nicht in die Zelle hinein. Und wir an der Universität, wo ich bis vor 10 Jahren tätig war, haben isolierte Herzzellen genommen, die in Kultur sich noch kontrahieren und haben darauf NADH einwirken gelassen. Die Biochemiker würden sagen, da passiert gar nichts. Die Zelle, aber was passiert?
Wir finden 30% mehr ATP in der Zelle. Und was ist die Konsequenz? Die Zellen leben länger, die Zellen leben doppelt so lang. Das ist der einzige wissenschaftliche Beweis von einer Substanz, dass es zu einer Lebensverlängerung der Zellen kommt. Und wir haben aufgrund dieser Ergebnisse, erstens haben wir es publiziert und alles, was ich sage, ist veröffentlicht in wissenschaftlichen Zeitschriften. Ich sage nicht, es verleiht Flügeln, das macht eine andere Gruppe, aber es verleiht Energie. Und wir haben in Kiew mit Professor Vico Vanya eine Studie gemacht, wo wir Herzpatienten mit NADH versetzt haben. Nach 14 Tagen, 40 Milligramm NADH, kommt es zu einer Verbesserung der Herzmuskelkraft bis zu 28%. Also für jeden, der ein Herzproblem hat, ist NADH eine Verbesserung der Lebensqualität. NADH ist essentiell für die DNA-Reparatur, weil die Reparaturenzyme, die wir im Körper haben und die auch im Alter abnehmen, brauchen NADH. Das ist eine Arbeit, die ich gemeinsam mit meinem Professor Freund Zank, warum der nicht geht, das ist der Professor Zank, der war 2 Jahre bei mir in Wien im Forschungslabor und ist nicht an irgendeine Uniklinik gegangen und hat diese Untersuchungen gemacht. Und er hat ein sehr interessantes Phänomen. Er hat Leberzellen genommen in der Kultur und hat die bestrahlt, fast tödlich bestrahlt. So schauen die dann aus. Vorher und nachher. Das heißt, da sieht man schon Vakuolen, die Zellen sind kurz vorm Absterben und auf die hat er NADH einwirken gelassen. Und die haben 70% der Zellen haben sich wieder revitalisiert. Und er hat mich angerufen und gesagt, das ist ein viel besseres Protektivum gegenüber irgendwelchen nuklearen Unfällen. Wir haben versucht, das in Fukushima über Kontakte an den Mann zu bringen, völlig unmöglich. Und dass die Chinesisch können, die wissen, wie der Titel der Arbeit ist, aber hier ist er auch auf Englisch. Also röntgenstrahleninduzierte Schädigung kann durch NADH korrigiert werden. Das hat er veröffentlicht. NADH ist ein hochwirksames Antioxidant, es reduziert die Lipidperoxidation. Und die Lipidperoxidation ist die Ursache des Zelltods, weil wenn die Zellmembran kaputt geht, geht die Zelle kaputt. Es senkt den Cholesterinspiegel und es normalisiert den Blutdruck. Interessanterweise, bei Hochblutdrucken senkt er, bei Parkinson-Patienten, die normalerweise einen niedrigen Blutdruck haben, dann steigert er ihn. Aber das ist auch, beruht auf dem nächsten. Das haben wir publiziert zusammen mit der Georgetown University. Und das Tier zeige ich gern, weil es befriedigt meine Eitelkeit. Die ist zwar nicht allzu groß wie von meinem Vater, aber doch. Und da schreibt der Dr. Perswater, wenn es überhaupt so ein Ding gibt, wie eine Most, also eine wichtigste Substanz im Körper oder wichtigstes Antioxidant, NADH, comes as close as a single compound can. Das gibt mir Auftrieb. Es stimuliert Dopamin und Adrenalin und das sind alles die Funktionen, die durch NADH verbessert werden. Stimmung, Kraft, der Muhammad Ali, der hat keine Kraft, weil ihm Dopamin fehlt. Die Denkprozesse, die Energie, auch die Koordination und last but not least die Libido. Das wurde auch veröffentlicht, war eine Arbeit mit der Universität Graz, mit Professor Reibnecker. Und das Neueste ist, es stimuliert die Nitroxidproduktion. Nitroxid ist ein Neurotransmitter, ein Gas wie ein Sauerstoff, es relaxiert die Blutgefäße und da werden sie sofort rausschließen, dann kommt mehr Blut in die Organe und das ist richtig. Und das ist der Wirkungsmechanismus. Da ist NO und das wird gebildet aus Arginin und mit der NO-Synthase aus NADH und Biopterin. Und was wichtig ist, NO stimuliert die Bildung der Mitochondrien, unser Powerplant, unser Kraftwerk der Zellen. Je mehr Nitroxid sie produzieren, desto besser sind sie. Und Sie haben wahrscheinlich sofort gesehen, NADH plus Arginin ist die ideale Mischung, um Nitroxid zu verbessern. Es reduziert das Metastasierungspotenzial von Krebszellen. Je mehr Nitroxid die haben, desto weniger Metastasen bilden sie. Jetzt kommen wir zur therapeutischen Wirkung. Ich habe noch mit meinem Vater eine Arbeit gemacht, oder er hat die Arbeit gemacht und ich musste schreiben. Und bei Parkinson, bei Depression, bei der chronischen Müdigkeit und beim Alzheimer. Bei der Parkinson-Krankheit haben wir 470 Patienten intravenös und 425 oral.
und 88% zeigten eine Verbesserung der Symptome, bessere Beweglichkeit. Wir haben das publiziert und jetzt kommt auch das, was meine Eitelkeit wieder befriedigt. Unsere Ergebnisse wurden von einer deutschen Universitätsklinik bestätigt. Ja, wissen Sie, was das Befriedigende ist? Das kommt ganz selten vor, dass deutsche Universitätskliniken kleine Wiener Professoren bestätigen. Aber das haben sie gemacht. Wir kommen zur Alzheimer-Demenz. Wir haben zwei von der FDA genehmigte, placebo-kontrollierte Doppelblindstudien durchgeführt. Hat ein bisschen ein Geld gekostet. Und wir haben damals nur 10 Milligramm NADH gegeben und 6 Monate behandelt. Das ist die Dokumentation, die wir bei der FDA eingereicht haben. Da war alles drin, an Chemie, Pharmakologie, Toxikologie, es waren etwa 20 Kilo. Und die FDA, bei der dauert das üblicherweise 6 Monate oder 9 Monate, bis sie sagen, naja, ihr könnt es versuchen. Wir haben nach 4 Wochen einen Brief bekommen, aufgrund eurer Toxikologie-Daten könnt ihr sofort beginnen damit. Das haben wir gemacht und das sind die Ergebnisse. Sie sehen, das ist die Basislinie. Und nach 6 Monaten, die Placebo-Gruppe sinkt deutlicher, aber die NADH-Gruppe hat signifikante Verbesserungen in der Hirnleistung. Ist die erste, bisher erste und einzige Substanz, die beim Alzheimer und bei anderen Demenzerkrankungen zu einer Verbesserung führt. Aricept macht zwar für die Firma Pfizer 7 Milliarden Jahresumsatz, hat aber keine Verbesserung, weil das Wirkungsprinzip völlig falsch ist. Aricept hemmt ein Enzym, die sogenannte Acetylcholinesterase, und das ist der Stoff, den wir zum Denken auch brauchen. Und die Acetylcholinesterase baut diesen Stoff ab. Da hat sich Pfizer gedacht, na, wenn wir jetzt einen Hemmstoff nehmen, der diesen Abbau verzögert, das muss doch eine Weltsensation sein. Interessant ist, dass beim Alzheimer-Patient die Acetylcholinesterase schon um 50% gehemmt ist. Das heißt, wir brauchen die gar nicht mehr. Und jetzt hat Pfizer gesagt, es wirkt ja bei einem Drittel der Patienten gar nicht, aber ein neuer Markt, wir setzen das als Prävention ein, ein völliger Blödsinn. Aber die Schwierigkeit bei diesen Studien war, dass sie gleich demente Patienten sind. Das ist wahnsinnig schwierig, aber es ist uns gelungen. Das haben wir auch publiziert in mehreren Arbeiten. Und jetzt will ich Ihnen einen Brief vorlesen, obwohl Sie selber lesen können. In 2009 hat seine Ehefrau, und er hat mir erlaubt, dass ich den Brief zeige, plötzlich Störungen in der Sprache, im Wissen, Orientierung, und wir dachten an einen Schlaganfall. Seine Tochter war Ärztin und die hat gesagt, na dann gehst doch einmal zum Neurologen. Der Neurologe hat Alzheimer diagnostiziert und hat 2 Medikamente verordnet. Und der Zustand verbesserte oder verschlechterte sie nicht. Aber 2011 verschlechterte sie ihren Zustand, sie konnte kaum sprechen, Worte, die man nicht verstehen konnte und hatte keine Orientierung und sie war äußerst hinfällig, beziehungsweise sie war also nicht an den Rollstuhl, aber sie war nicht mobil. Und er ist dann zu einem Heilpraktiker gegangen in Bremen und der Herr Bartl, der kannte mich und hat gesagt, da gehen Sie mal zum Birkner, der hat was. Dann ist er zu uns gegangen und ich habe ihm das NADH empfohlen und ich schreibe also 2x2 Tabletten pro Tag und in der Broschüre, die ich Ihnen auch in Ihre Tasche gegeben habe, steht, wenn Sie nach 4 Wochen, sollten Sie die ersten Symptome, Verbesserungen merken. Und jetzt schreibt, nach 4 Wochen und 1 Tag begann meine Frau wieder zu sprechen, sodass man sie verstehen konnte. Sie sprach sogar nach einiger Zeit sinnvolle Sätze, ihr Gang hat sich auch wesentlich verbessert, etc. Sie nimmt es nun seit 10 Monaten und sie ist fast wieder normal. Das ist nicht nur für die Patienten eine entscheidende Verbesserung der Lebensqualität, sondern für die ganzen Angehörigen. Das ist die Substanz, die Sie auch in Ihrem Koffer haben. Sie können das nehmen. Wir können die Wirkung von NADH Rapid Energy, eine Sublingual-Tablette, nach 10 Minuten messen, mit mehreren medizinischen Geräten. Unter anderem mit einem Gerät, das ich Ihnen 5 Minuten zeigen werde, mit dem Pupillograph. Und es gibt kein Nahrungsergänzungsmittel, das so eine schnelle Wirkung hat. Es gibt nur eine andere Substanz, die schneller wirkt. Zyankali. Bei Depression. Weltweit gibt es 340 Millionen Depressionen, 25% aller Frauen und 10% Männer. Ist ja klar, die Frauen haben Beruf, die haben Haushalt, die haben Kinder und die haben die lästigen Männer. Die müssen in einer Depression ändern. Aber wir haben ja was für die Damen.
33 Millionen in Europa. Depressive sterben 3 bis 4 Mal häufiger als ein Schlaganfall, als Herzinfarkt. 17 Milliarden kostet allein in Deutschland die depressiven Erkrankungen und 11 Milliarden die dadurch verlorene Produktivität. Das sind die wichtigsten Symptome. Ich will mich gar nicht lange aufhalten. Schlafstörungen ist das, der erste Hinweis und Konzentrationsstörungen. Und das ist vielleicht für mich wichtig, dass viele ärztliche verordnete Medikamente Depressionen erzeugen. Und auch die Lipidsenker. Wenn Sie Patienten haben, die Cholesterinsenker nehmen, würde ich Ihnen raten, das abzusetzen, denn Sie gelten dann als Wunderdoktor, weil es innerhalb von 3 bis 4 Wochen wesentlich besser geht. Und ein Kommentar zur Pharmaindustrie. Wie ich mein Labor im 82er Jahr in Wien eröffnet habe, da war der obere Cholesterinwert 300. Da hatten nur 5% erhöhte Werte. Pharmaindustrie hat recherchiert, was machen wir, wenn wir das auf 250 setzen? Haben 15% erhöhte Werte. Eine dreifache Markterhöhung. Dann kam die Pharmafirma nach 5 Jahren wieder mit einem sogenannten Consensus-Statement, wo alle Ärzte, Berühmte eingeladen wurden auf die Malediven und sagt, ihr stimmt jetzt zu, der Normalwert muss auf 200 gesenkt werden, weil dann haben 60% erhöhte Werte. Ja? Das heißt, eine 12-fache Marktvergrößerung. Genial. Zum Ungesunden der Menschheit. Und wie du, Rainer, in deinem philosophischen Vortrag gehalten hast, die Gesundheit ist für die Pharmaindustrie überhaupt keine Rolle. Im Gegenteil, die erfinden Krankheiten, damit sie ihre Pharmamittel machen. Gut, NADH bei Depression, 205 Patienten. Dauer, interessanterweise, manche Patienten merken das nach 5 Tagen und manche brauchen dazu ein Jahr, weil sie wahrscheinlich schon ein viel längeres Leiden haben. Das haben wir veröffentlicht. Und jetzt muss ich Ihnen wieder einen Brief vorlesen von einem 30-jährigen Patienten, der alle Antidepressiva durchprobiert hat. 7 verschiedene Antidepressiva und er hat nur die Nebenwirkungen verspürt. Dann kam er durch Zufall auf NADH, ist in die Apotheke gegangen und hat gesagt, geben Sie mir ein NADH. Und die haben ihm ein NADH gegeben, nicht unser Präparat, weil es gibt leider Gottes einige Plagiate. Und er hat gesagt, na, keine Wirkung. Das ist eine reine Geschäftssache und der Birkmeier ist ein Scharlatan, der will nur Geschäft damit machen. Dann hat er unser Produkt bekommen und nach der ersten Tablette hat er eine Wirkung gezeigt. Er nimmt 1 bis 3 Tabletten pro Tag und ist ein neuer Mensch geworden. Das ist für mich rewarding, wie der Engländer sagt, befriedigend. Irgendein Preis oder ein Orden bringt keinen Patienten aus dem Bett heraus. Beim chronischen Müdigkeitssyndrom haben wir auch eine FDA-genehmigte Studie gemacht. Und die hat ergeben, dass 72% der Patienten nach 6 Monaten eine Verbesserung haben. Und jetzt werden Sie fragen, wie kann man Müdigkeit objektiv messen? Und da gibt es den erwähnten Pupillograph. Das ist ein Gerät, das misst die Reaktionszeit der Pupille. Wenn Sie müde sind, auf Reiz geht das langsam. Wenn Sie nicht müde sind, geht das so. Und dieser Pupillograph wird heute schon in der Verkehrskontrolle eingesetzt, von der Polizei, bei den Fernlastfahrern, wenn man merkt, dass die, oder auch Spontankontrollen, die werden gemessen, das dauert 5 Minuten, und wenn die in dem roten Bereich sind, wird ihnen der Führerschein abgenommen. Also die Wichtigkeit ist, es geht auf eine Minute, gehen, glaube ich, über 1000 Infrarotstrahlen auf die Pupille und die misst die Pupille. Und das ist das Ergebnis, dass wir von Mitarbeitern von meinem Labor gemacht haben um 5 Uhr abends, und wie Sie sehen, die scheinen was gearbeitet zu haben, weil sie waren grenzwertig im orangen Bereich. Dann haben sie NADH genommen und dann waren sie nach einer Stunde im grünen Bereich. Das heißt, wir können die Wirkung von NADH objektiv messen. Aber NADH hilft nicht nur bei Dementen oder bei Parkinson-Patienten. Und wie Frau Dr. Simmer gesagt hat, es hilft allen normalen Menschen. Und wir haben an der Cornell-Universität eine Studie gemacht, auch doppelblind, FDA kontrolliert etc., wo wir gesunde Menschen zwischen 30 und 50 Jahren nicht schlafen haben lassen. Und zwar nicht so, dass der Nachtwächter denen auf die Schulter geklopft hat und gesagt, Burschel, schlaf nicht ein. Die hatten alle EEG-Computermasken. Und das Ergebnis war, die NADH bekommen haben, waren deutlich besser, wie die Placebo bekommen haben. Aber die Ergebnisse waren noch viel überraschend. Das war die Studie,
dass der Test, die Perzeption, die visuelle Perzeption, als Basistest nach einer durchschlafenen Nacht. Und das war 24 Stunden ohne Schlaf, ohne NADH. Das entspricht ungefähr einer Hirnleistung von 40% oder 1,8 Promille Alkohol. Und die grüne Balken zeigt Ihnen 24 Stunden Schlafentzug mit NADH. Aber die Botschaft von mir an Sie lautet nicht, schlafen Sie die ganze Nacht nicht und futtern Sie nur NADH, sondern wenn Sie einmal einen Schlafdefizit haben, und 50% der Deutschen haben einen Schlafdefizit, und in Österreich sind es ähnlich viele, mit Ausnahme der Beamten, die haben keinen Schlafdefizit, weil die schlafen im Büro. Aber ich will sagen, wenn ein Schlafdefizit, NADH, zwei Tabletten, oder wenn Sie abends zu einer Veranstaltung gehen oder zu einem Konzert von Professor Bischof, zwei Tabletten NADH, Sie haben ja welche, und dann sind Sie bis Mitternacht voll wach. Das wurde publiziert von der Cornell-Universität, und jetzt will ich Ihnen noch einmal ein Video zeigen. Cornell-Universität ist an ABC Good Morning America gegangen und hat Ihnen die Daten gezeigt. Die haben gesagt, sehr nett und sehr schön, sehr gut, aber in amerikanische Fernsehstationen, die prüfen jede Information auf Richtigkeit. Wissen Sie warum? Weil dann der Konkurrenzsender, wenn die was Falsches berichten, die sofort mit Klagen eingeht. Das ist beim österreichischen Fernsehen Gott sei Dank nicht so. Aber schauen wir mal an, was das ABC Good Morning America. And there is new evidence that a nutritional supplement can actually help you beat short-term sleep deprivation. Our Dr. Tim Johnson will be here with some details. It's good news for us. Anyway, we'll be back after your local news and weather. In this half-hour, we're going to take up whether a nutritional supplement really can make your brain work better when you're suffering from sleep deprivation. We'll have the results of a new study and hear from our Dr. Tim Johnson. Up next, what if you could stay up all night? What if you were sleep deprived? Would there be a pill you could take and perform at full capacity? Coming up next. Also ich will Sie damit nicht langweilen. Es war 14 Minuten in ABC Good Morning America Nachrichten ohne einen einzigen Dollar. Und jetzt will ich ganz kurz Exkursion bei Krebserkrankungen. Nach unseren Ergebnissen, also so sieht eine Krebszelle aus. Sie hat wenig ATP und sie hat an der Zelloberfläche keine sogenannten Regulationsmoleküle aus Energiemangel. Und jetzt geben Sie dieser Zelle NADH, plötzlich macht sie mehr ATP, aber was noch wichtiger ist für die interzelluläre Kommunikation, sie macht auch an der Zelloberfläche bestimmte Faktoren, die zum Beispiel die Kontaktinhibition ja, wieder regeneriert. Das ist ja die Ursache der Metastasierung. Und auf der Basis dieser Annahme habe ich mehrere Krebspatienten behandelt. Ich will nur zwei Beispiele sehen. Dieser Patient war 14 Tage nach September 11 bei mir in Wien in der Ordination. Sein Professor in Amsterdam hat gesagt, machen Sie Ihr Testament. Der hat einen Tennisball großen Lungentumor, inoperabel bei zu nahem Mediastinum. Also Sie haben noch 3 Monate zu leben. Ich habe ihm gesagt, ich kann Ihnen nichts versprechen, aber nehmen Sie doch NADH. Also er hat Chemo und Strahlen und alles, was die Schulmedizin so als Weisheit letzter Schluss empfiehlt. Kam zu keiner Verkleinerung. Er hat dann NADH genommen, 40 Milligramm, heute wissen wir, das ist zu wenig, aber nichtsdestotrotz war er im Juli 2002 tumorfrei, nur mit NADH und Vitamin C und Selen. Aber NADH ist der entscheidende Faktor. Und ich habe ihn eingeladen zur Lektion von der Fürstin Schwarzenberg nach Wien, damit er den Fall selbst darstellt, hat gesagt, ich habe keine Zeit, ich habe jetzt nicht ein Geschäft, ich habe 5 Geschäfte. Es geht ihm sehr gut. Und ein anderer Patient ist ein algerischer Ölmanager, 42 Jahre, mit 2 kleinen Kindern, quadriplegisch, also an allen 4 Extremitäten gelähmt, weil er ein Medulloblastom hatte. Operiert konnte er nicht werden, Chemo hat er abgelehnt, er hat nur NADH genommen. Und die Ergebnisse sieht man da. Das war vorher, da war also die Medulla oblongata stark komprimiert und, Sie werden es nicht glauben, nach 4 Monaten war er frei und wir haben ihn im Mai gesehen, weil ich eingeladen war zu einem Vortrag, er läuft herum und ja, wie ein junger Hund.
In der Zwischenzeit habe ich mehrere Prostatakarzinom-Patienten und Sie sehen die Liste. Tumor F heißt Tumor frei und TR heißt Tumor in Remission. Also insgesamt waren es etwa 33 Patienten. Non-Hodgkin-Lymphom gilt als tödliche, irreversible Krankheit, wo die Chemo überhaupt nichts bringt. Ja? Und wir haben 2 in Remission und 2 tumorfreie Glioblastom, Magenkarzinom, Pankreaskarzinom. Also ich kann das nur empfehlen, weil die Qualität des Lebens bei Krebspatienten ja durch die Chemotherapie ja nicht verbessert wird. Um ehrlich zu sein, wird extrem verschlechtert. Für mich ist Chemotherapie Mord auf Verschreibung, aber das ist meine persönliche Meinung. Ich wurde dann auch eingeladen, NADH in Cancer Prevention und Therapy einen Übersichtsartikel zu schreiben. Die empfohlene Tagesdosis, 1-2 Tabletten pro Tag. Menschen mit Stress, 2-3. Ich bin zwischen Menschen in Stress und chronisch müde, ich nehme 4-6 Tabletten am Tag. Wie sicher ist NADH? Das ist die häufigste Frage. Und hat es irgendwelche Nebenwirkungen? Also NADH ist eines der sichersten Nahrungsergänzungsmittel. Wir haben Untersuchungen gemacht, die waren schweineteuer in England. Und 15 Milligramm pro Körpergewicht entspricht 10.050 Milligramm. Oder 50 von diesen Tabletten können Sie pro Tag nehmen, ein halbes Jahr. Die einzige Nebenwirkung, die die Engländer mit ihrem subtle Humor gesagt haben, die Rüden waren amorously nicer als die, die Placebo bekommen. Und mit der Nebenwirkung kann ich zumindest leben. Es zeigt auch keine Nebenwirkungen, weil heute weiß man, dass mehr als 40.000 Todesfälle in Deutschland auf Nebenwirkungen der Medikamente beruhen. Also wir Ärzte sind ganz tüchtig, um die Friedhöfe zu füllen. Wir haben Studien gemacht, die mussten in der FDA kontrolliert werden, wir haben keine Nebenwirkungen beobachtet. Aber für mich das viel stärkere Argument. Wir haben in den USA 10.000 Kunden und Sie wissen ja, wenn sich eine am McDonald-Café verbrennt, klagt sie den McDonald und gewinnt 2 Millionen Dollar. Wir haben mehr als 900 unsolicited, also aufgeforderte Schreiben bekommen über die gute Wirkung vom NADH. Und das würde auch, stimuliert meine Eitelkeit auch wieder. Und es zeigt keine Interaktion mit Medikamenten. Weil die meisten Amerikaner nehmen Antihypertonikum und wenn der Blutdruck gesenkt wird, hat das Hirn weniger Blut und darum ist die höchste Inzidenz der Alzheimer-Demenz in den USA. Das ist die Broschüre, die die Frau Dr. Siemer Ihnen schon gezeigt hat. Und es ist mir auch gelungen, neben meiner chronischen Arbeitslosigkeit auch ein Buch zu schreiben, das vor 14 Tagen herausgekommen ist. Und Frau Dr. Siemer, eines der ersten Exemplare habe ich für Sie. Und ich bin am Ende. Freut mich sehr. Dankeschön. Danke auch für Ihren ambitionierten und motivierenden Vortrag, dass wir eigentlich Dinge, die wir eben so erleben können, wie Ihre gezeigten Fallbeispiele, einfach sehr motivierend sind. Mit oder ohne Studien und er belegt dann noch durch Studien, eben auch in die Praxis umzusetzen. Vielen also ich würde mich freuen, wenn welche ambitionierten Zahnärzte unser Dentalgel ausprobieren. Wir haben 2 Kliniken in Deutschland, die haben gesehen, dass man innerhalb von 4 Wochen die taschentiefe Parodontitis von 4-1 oder bis 0 verbessern kann. Also wer interessiert ist, ich stehe gern zur Verfügung. Ich bin bis Sonntag in der Früh zu Ihrer Verfügung. Ja, vor allem wer von uns eben auch eine Paropraxis hat, wäre interessant, die sowieso routinemäßig Taschen Messungen machen und so weiter, oder? Das wäre, können Sie sich bei Herrn Professor Birk mehr melden. Ja? Eine Frage zur Taschen bei Implantaten. Hier ist für mich ein ganz wesentlicher Faktor die Metallbelastung in der Tasche. In der Tasche, oder wie? In der Tasche. Ja, da stimme ich Ihnen zu, nicht nur die Metallbelastung, sondern auch die bakterielle Belastung. Ja. Aber alles, was natürlich die Resistenz und den Sauerstoff ins Gewebe bringt, ist sinnvoll. Ganz egal, welche Belastung. Also wir haben bei Paradentitis, ich bin ja kein Zahnarzt, aber was wir sehen bei Entzündungen oder bei Verrunkeln,
wenn Sie da MRBH-Gel drauf tun, ja, ist es am nächsten Tag weg. Oder Herpes, labialis oder vaginalis. Also die Infektion in der Zahntasche, das ist das Metier von den Zahnärzten. Meine Frage hat darauf hinausgezielt bei Taschen, die unperimplantär sind, ja, wo Sie Atomspektrum brav extreme Metallbelastungen haben. Wissen Sie da auch, ob da NADH auch wirkt oder ist da die Metallbelastung dann einfach schon ein zu starker pathogener? Ja, da haben wir keine Erfahrung, auch von unseren Kolleginnen in Deutschland haben da keine Beobachtung gemacht oder keinen Bericht darüber geschrieben. Die Metallbelastung ist sicher eine Rolle. Ich möchte über das Thema Amalgam gar nicht reden, aber Amalgam ist mit die Ursache für die vielen MS-Kranken. Das haben wir mit dem Herrn Musetta gestern abends lang diskutiert. Darum freuen wir uns auch jetzt sehr auf den Herrn Dr. Musetta, der im Anschluss uns jetzt über Möglichkeiten berichten wird, eben Sauerstoff ins Gewebe zu bringen.